Servus beim Waffenhof. Grüß euch. Es kommt eher selten vor, dass wir wirklich Schrott vorstellen, aber hin und wieder, da lässt es sich nicht vermeiden, weil Schrott einfach teilweise einen gewissen Sammlerwert darstellt. Und genau das Beispiel haben wir auch hier. Und deshalb haben wir euch die FP45 Liberator mitgebracht. Das ist eine originale Pistole noch von den Amerikanern. Es ist, wie man sie sehen kann, wie gesagt, ein einziger Blechhaufen. Es ist, ja, es hat mit Pistole nur wenig zu tun, außer eben das ungefähre Aussehen. Das war es aber auch schon. Die Liberator hat eben eine interessante historische Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier war es nämlich gedacht, sehr viele Waffen in sehr kurzer Zeit zu bauen, sehr kostengünstig auch noch, und es soll ein bisschen effektiv auch dazu noch sein. Wobei, was du immer sagst, Waffe eigentlich... wurde sie von den Amerikanern nicht als Waffe gesehen, sondern als Gerät zur Beschaffung von Waffen. Genau. Das ist so gesehen die Vorstufe einer Waffe, wenn man es ungefähr so sagen kann. Nein, der Anfang war, wie gesagt, kurz vor Ende des Krieges. Die Amerikaner haben eben versucht, günstige Waffen herzustellen und diese dann per Flugzeug massenweise in Europa abzuwerfen. Eben gedacht war das Ganze für die Partisanen. Die sollten diese Pistolen eben verwenden und das eben auch nur einmal, im Idealfall einmal. Es war gedacht, eben man lädt eine Patrone, schießt natürlich auf einen Feind, sobald der Feind getroffen ist und verendet ist, nimmt man dem seine Waffen. Und das war eigentlich die Intuition dahinter. Am besten natürlich aus nächster Nähe oder direkt aufgesetzt, also auf 2 Metern trifft man schon wirklich nichts mehr. Genau, ausgeliefert bzw. abgeworfen wurde ja die Liberator in einem kleinen Plastiksäckchen mit einer kleinen Anleitung. Die Patronen passen hier hinten in den Griff hinein. Hier war eine kleine Klappe, da hatten ein paar Patronen Platz. Die waren standardmäßig drin. Kaliber ist natürlich 45 ACP. Und ebenso ein Ladestock war dabei. Man musste ja die leeren Hülsen wieder rausstoßen, wenn man eine neue laden wollte, was natürlich ein ungünstiger Fall gewesen wäre oder auch war. Und man kann ungefähr sagen, von General Motors wurden Millionen Stück hergestellt. Vieles davon wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder vernichtet, was eben die Waffe heute sehr rar macht. Es ist zwar einiges in Europa davon abgeworfen worden, allerdings auch zum Teil in völlig falschen Wäldern, wo zum Beispiel überhaupt kein Mensch war. Falsche Gebiete. Falsche Gebiete, genau, wo überhaupt nichts gefunden wurde und so weiter und so fort. Jedenfalls wurde eben viel vernichtet, was auch die Waffe als kleines Kuriosum ausmacht. Denn mittlerweile, wie gesagt, ist sie am Sammlermarkt auch begehrt und relativ selten auch, muss man sagen. Also es werden mittlerweile auch gute Preise verlangt und auch gute Preise bezahlt. Noch kurz zu dem ganzen Vorgang hier bei der Liberator. Man sieht, sie wurde wie gesagt von General Motors und kleinen Firmen hergestellt im Blechstanzverfahren, war ungefähr in ein paar Arbeitsschritten erledigt und hat ungefähr, wenn man es umrechnet auf heute, in der Herstellung $2.10 gekostet. Also fast gar nichts, so gesagt, ist wirklich sehr billig. Aber man hat sogar so weit gedacht, dass man einen Abzugsbügel trotzdem gefertigt hat und auch noch eine Visierung, also ein Kimme und Korn. Und andererseits hat man wieder nicht so weit gedacht, weil die Waffe verfügt nicht mal über Feldanzüge. Es ist quasi einfach nur ein Rohr. Genau, wenn man es hier öffnet, und das ist auch schon der Spannvorgang, man nimmt praktisch den Block, dreht ihn um 45 Grad nach hinten, öffnet mit der Kimme diese Klappe mit der Kimme. Man sieht es eventuell, es sind keine Feldanzüge vorhanden, das war nur ein völlig glatter Lauf, also das war wirklich nur gedacht aus nächster Nähe. Völlig unpraktisch, aber das war auch die einzige Intuition dafür. Und der Verschlussblock besteht einfach nur aus diesem dünnen Blech. Genau, dieses Blech hier ist der Verschlussblock gleichzeitig. Man lädt eine Patrone hinein, schließt das Ganze, man hat hier natürlich das Schlagbolzenloch. Sobald man soweit ist, spannt man die Waffe. Und das Wunderschöne an dieser Waffe ist einfach der Abzugsweg, wenn man sich das Ganze vom mechanischen Teil her anschaut.
Es kommt lange nichts, bis irgendwann einmal der Schuss bricht, nach 5 Kilo oder 6 Kilo Abzugsgewicht. Wenn theoretisch dann das Ganze abgeschossen wurde, mehr oder weniger erfolgreich oder erfolglos, dann war es interessant, diese Pistole konnte man ja eigentlich wieder neu laden. Wer hat das schon getan? Ich denke mir, naja, es ist sehr unpraktisch. Man hat dann, wie gesagt, den Verschluss wieder geöffnet, die Hülse steckte dann hier herinnen. Dann hat man eben dieses kleine Ladestückchen, hat man es wieder hinausgedrückt. Und dann konnte man eigentlich eine neue laden. Aber das war eben der ungünstigste Fall, wenn man es so sagen kann. Mir ist es persönlich nicht bekannt, dass es einen Schusstest von einer Liberator gab, außer von einem amerikanischen Kanal, aber auch nur mit einem Nachbau. Wir werden es vielleicht sehr, sehr, sehr vorsichtshalber ausprobieren. Das wäre natürlich sehr kurios und vielleicht schauen wir uns das noch an. Tja, nach einiger Zeit und etwas Überlegung haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Liberator doch testschießen. Ich sage es vorweg, wir sind Profis, wir dürfen das. Es ist natürlich ein Versuch. Ich würde jeden Liberator-Besitzer dazu raten, das auf keinen Fall nachzumachen. Wir verschießen selbstgeladene Patronen, die wirklich sehr, sehr, sehr schwach geladen sind. Die einzigen Videos, die man dazu kennt, wie gesagt, ist von Ian McCollum. Dieser hat aber einen Nachbau. Wir schießen hier eine originale. Wie gesagt, auf keinen Fall nachmachen. Ich werde sie hier auf nicht ganz 2 Meter schießen und werde versuchen, die Glasflaschen zu treffen. Das ist in etwa so die Distanz, bei der die Liberator verwendet wurde. Oh, ehrlich gesagt habe ich etwas Respekt vor dieser Waffe, aber wow, das hätte ich mir jetzt wirklich nicht gedacht. Einwandfrei. Zumindest einwandfrei. Den ersten Schuss. Recht angenehm zum Schießen, hätte ich mir nicht gedacht. Ja, machen wir einen zweiten. Aber habt ihr es gesehen? Nach dem Schuss war der Verschlussblock bzw. der Schlagbolzen seitlich echt ein Wahnsinn. Hauptsache, der Verschlussblock bzw. die Kimme hält das aus. Machen wir einen zweiten. Seht ihr? Schon wieder. Aber Gott sei Dank ist das kein Problem. Also durch das leichte Gewicht wirklich etwas unangenehm zu schießen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl wir sehr, sehr, sehr schwache Ladungen schießen, etwas unangenehm. So, ein dritter und ein letzter, bis die Flasche weg ist. Oder auch nicht. Naja, die Präzision kennt ihr ja von der Liberator. Hoffentlich wird es jetzt der letzte. Ach, einen haben wir noch retten, einen haben wir noch als Reserve. Und somit der letzte. 5 Schuss mit der FP45 Liberator. Danke Gott, dass mir nichts passiert ist. Wahnsinn, hätte ich mir nicht gedacht. Also mit schwachen Ladungen eigentlich sogar möglich. Aber wie gesagt, ich würde es nicht nachmachen. Und auf keinen Fall mit originaler Fabriksmunition. Die ist viel zu stark geladen. Wie gesagt, Wahnsinn. Unangenehm ist sie wirklich. Also so angenehm ist sie gar nicht zum Schießen. Das muss ich ehrlich sagen. Ist natürlich klar durch das geringe Gewicht. Aber ja.
wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir verschlägt schon die Sprache. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Generell, ob ihr vielleicht sogar mit einer Liberator schon mal geschossen habt oder was ihr euch über die Liberator denkt. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.